Ja, die Pferde haben wieder ein Dach über dem Kopf, wenn es um den internationalen Springreitsport in Österreich geht. Wir sind in der Arena Nova, wir sind bei der 25. Apropos Pferd, meine Damen und Herren. Und wir haben gleich einmal zum Beginn in der Equiva VIP Tour einen Sieger aus Österreich. Dazu erst einmal herzlichen Glückwunsch und Gratulation, Dominik Wessely. Unitär, dein Pferd, mit dem du heute hier nicht nur fehlerfrei warst, sondern auch deutlich schneller, ein bisschen mehr als 2,5 Sekunden schneller, ist die lange Zeit führende aus Ungarn. Erzähl ein bisschen über Unitär. Ja, Unitär ist ein sehr braves Pferd. Er kämpft sehr brav mit mir und ich habe heute ein bisschen Glück gehabt im Parcours. Jetzt war es ja so, dass die Ungarin sehr, sehr lange geführt hat. Immer wieder haben sich Österreicher herantasten können. Hast du das draußen bemerkt oder warst du so auf dich und dein Pferd und deinen Ritt konzentriert? Nein, ich habe mich eher auf mich konzentriert, auf meinen Ritt und beim Parcoursbesichtigen schon die engeren Linien angeschaut und habe zu ihm gesagt, das machen wir. Und dann ist er aufgegangen. Hat es da auch noch Tipps gegeben vielleicht vom Bruder oder vom Trainer? Ja, der Bruder hat mir, der ist vor mir geritten, der hat mir ein bisschen Tipps gegeben, was noch enger geht und weil ich schneller reiten kann. Jetzt ist das Hereinkommen in die Halle, ich habe es gesagt, wir haben wieder ein Dach über dem Kopf für die Reiter. Ja, auch immer eine große Herausforderung im Herbst, da zählen auch die absoluten Vollprofis. Wie war es für euch, hier in der Arena Nova an den Start zu gehen, gleich am Donnerstagvormittag? Ja, wir sind schon vorige Woche mal Hallenturnier gegangen für die Arena Nova, dass die Pferde die Halle kennen und er ist super brav hereingegangen. Und was habt ihr noch vor das Wochenende? Soll es so weitergehen? Natürlich, blöde Frage. Ja, natürlich. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Dann drücken wir dir den Daumen. Dankeschön. Danke.